Hallo, guten Morgen. Ich möchte euch mal kurz mitnehmen, da ich schon einiges von Bestellung bekommen habe von Temu. Ich zeige euch erst einmal bloß und kurz was. Habe ich ja schon gestern angefangen. Oh. Das Handy ist gar nicht richtig eingestellt. Sorry. Ich wundere mich, wo bin ich denn? So. Ja, habe ich ja schon mal angefangen. Ne? Kleines bisschen. Das sind Herbstblätter. Da habe ich schon 4 Stück fertig. Also schade, dass man das so in dem Video nicht so sieht, was das für ein Glanz hat. Schade. Denke, da brauchen wir Spezialkamera dafür. Ja. Das sind die 4 Stück, die vollkommen fertig sind. Die habe ich noch halb fertig. Ah, das sieht so anders aus mit den Farben auch. Ich finde es so schade, dass das nicht richtig rüberkommt. Hier muss ich noch machen. Und ich finde es auch sehr gut, dass es auf 2 Seiten ist. Ich finde das viel besser. Ich habe nämlich auch schon was gehabt, das ist nur auf einer Seite. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das von Temu war. Ich glaube, das war auch nicht mal von Temu. Aber ich muss echt sagen, ich bin so zufrieden damit. Und das Material ist prima. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Das habe ich auch eine Seite fertig. Die muss noch gemacht werden. Ja, wenn man das aufhängt, sind 2 Seiten immer gut. Ups, hier ist die Folie. Hier habe ich auch noch ein Stückchen davon. Da habe ich hier unten den Stiel gemacht. Habe ich auch bloß den Stiel gemacht. Das ist eine grüne, die vollkommen, ach nee, 2 grüne. Alles andere, sorry, ich habe jetzt auch noch einen Hick. Ja, das ist nicht der grün, ne? Gelb, ja, gelb-grün. Ne? So, ja, also 4 Stück habe ich hier fertig. Das sieht so ein Glanz wie die Strasssteine. Muss ich sagen, das ist super. Das gefällt mir. So, also 4er habe ich gesagt, das sind ja 5er. Ach nee, die eine Seite. Gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Die ist ja nur auf einer Seite. Also muss ich nochmal alles kontrollieren. Das merkt man ja. Das sind die 4er. Ja. Wusste ich doch, das sind ja nur 4er komplett. So. Das ist. Ach, mich ärgert, dass das nicht so rüberkommt. Das sieht so original, wie das aussieht. Das Wahnsinn. Also, die habe ich von Temu. Ich werde vielleicht noch ein extra Video machen, was ich gekauft habe. Ich habe Adventskalender mir bestellt. Die sind alle beide da. Und die waren mit dazugekommen. Bei der einen Bestellung war ein Adventskalender mit diesen Herbstblättern. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, du hast da an für sich den allerersten Adventskalender, wenn wir so sagen. Dachte ich, oh, habe ich den bestellt? Ja, habe ich doch bestellt. Ach, den wolltest du ja gar nicht haben. Ich wollte den anderen ja haben. Okay, macht nichts. Da habe ich nur 2er, da habe ich nun den anderen doch noch bestellt. Und dann mache ich einen mit 2 Adventskalender. Ja. Dann habe ich ja von Esther kommt dann auch noch Ende November auch einen Adventskalender mit Bastelkarten machen. Und ja, was haben wir noch? Ach ja, da habe ich noch 2 von ihr. Da gibt es ja noch einen mit
Da ist nicht mit 24 Tagen, sondern nur mit 12. Ich weiß es noch nicht, wie er aussieht. Ich habe nur ein Foto davon, aber mal sehen. Es kommt noch alles. Wenn alles ankommt, zeige ich euch das. Weil ich auch noch nicht so hundertprozentig weiß, wie das funktioniert. So, gibt es jetzt sonst noch was Neues? Nö. Schlechtes Wetter, Regen, Regen. Dann kommt wieder Sonnenschein. Jetzt scheint wieder die Sonne. Noch ist es trocken. Und kalt. Es ist eisekalt geworden. Ich wollte mit euch mal mitnehmen zum Binden. Ja, das hier habe ich mir auch damals ja von Temu gekauft. Mit 3 Lagen. Ich dachte mehr, das war mehr holzmäßig oder plastikmäßig. Aber das ist so biegsames Zeug hier. So ähnlich wie, ich weiß nicht, wie man das sagt, Schaum, ne, oder so. Das sind 3 Stück, habe ich mir da gekauft. Ich dachte, dass die ein bisschen stabiler sind mehr. Aber macht nichts. Das geht auch. Wunderbar. Das kann man auch so ankippen hier. So stapeln. Ich glaube, höher kann man es nicht stapeln, dann wird es dann umkippen. Diesmal habe ich das anders gemacht. Ich habe mir alles hier nummeriert, dass das nicht abkippt. Ups, bin jetzt an die Kamera gekommen. Dass man das jetzt so sieht hier, dass man nicht alles rausfällt. Hier ist nicht so viel drin. Habe ich mir das jetzt so gemacht. Das habe ich früher ja immer so gemacht mit den Binding-Bilder. Da ist das besser. Die anderen, die ich jetzt immer hatte, die waren so mehr nummeriert. Die sind mehr mit Buchstaben. Und mit Zahlen, das ging besser. Da habe ich das andere, die anderen Runden hier mal genommen. Weil die sind auch sehr gut. Ich muss mal höher gehen. Die sind auch von Temu. Und man kann die schön stapeln. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich komme nämlich immer drauf an, wie rum man die aufsetzt. Weil hier ist jetzt nichts drin. Hier ist der Nippel. Man kann auch mit die großes auseinandernehmen. Mit dem großen auch Steine nehmen. Und das hat hier auch zum Abschütten hier. Mit dem Finger. Und die Kleinen haben das ja auch. Man tut mein Daumen weh. Ja. Man muss das auch immer präzise gut einpacken hier. Sonst passt das auch nicht rein alles gut. So, ich bin wieder da. Irgendwie ging mein Video aus. Und das Stückchen fehlt jetzt nur was. Da war ich doch im Gespräch mit dieser Stapel. Was sagt man dazu? Ja, Schöpfchen oder, ja, man sagt immer, haben wir immer Schöpfchen dazu gesagt, ne? Da kann man das dann hier, also es muss genau auch alles gut sitzen. Die 2 Öffnungen hier müssen ein übereinander gestapelt werden und muss gut eingedrückt werden. Sie passt. Ja. Ja, hallo. Extra das Leere ungenommen und die 2 muss man gut andrücken und sieht gut fest. Ja. Da habe ich noch 2 da. Und Moment. So, ich muss jetzt ein paar Mal anfangen. Erstmal ging es aus, kein Platz mehr drin war. Komisch. Ich habe dann geguckt. Ja. Da musste ich was leer machen, dein Papierkorb. Der war voll. Und wollte ich wieder neu anfangen, kommt mein Freund an und ruft mich. Ja, statt Pause zu machen, habe ich ganz ausgesetzt. Na gut. So.
Ich zeige euch noch mal das hier. Die Zweier, wie ich schon sagte, hält gut fest mit die zwei Öffnungen hier. Müssen übereinander sein, man gut so andrücken. Ich habe 4 Stück und insgesamt, denke ich mal, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 2x2er gekauft habe. Ja, es müssen 4er sein. Und können wir es schön stapeln. Egal wie viel. Das ist auch von Temu alles. Wir haben auch wunderschöne Sachen. Stickbilder habe ich auch entdeckt bei Temu. Eins habe ich mal gekauft. Das habe ich in einem Video, glaube ich, schon vorgestellt. So, ich wollte normalerweise mit euch ein Stück binden. Das nehmen wir, welches nehme ich nun? Wo habe ich denn hier eine Folie? Ach, ich habe hier ist er. Die Folie abgemacht, einer. Hier. Und das klebt super. Ja. Es geht so schwer von der Hand ab. Es klebt super schön. Man kann auch schön so hin und her schieben, wenn das was nicht gut kleben tut, liegen tut. So, dann haben wir meinen kaputten Stift hier. Ich habe versucht, den zu reparieren, aber das sind so viele kleine Teile. Leider hat es nicht geklappt. Aber so geht's auch. Da ist sowieso bloß mit dem Mehrteiler. Ich mache größtenteils nicht mit dem Mehrteiler, muss ich sagen. Es geht auch so. Jetzt muss ich euch mal runter. Es wackelt hier immer so. Runternehmen. Jetzt geht. Oh, nee, die Sonne ist noch da. Und da blendet das erst recht. Das sieht man wie ein Kleber. Die Kamera. So. Ich glaube, ich muss doch euch hören nehmen. Ja, man soll das vorher gut einrichten. So, jetzt muss ich mal gucken. M und W. Da muss man, das M und das W muss man mal aufpassen. Also das ist ja richtig schon. Das ist M. Wenn man das umdreht, ist es ein W. Mal sehen, wie das bei euch dann aussieht hier in der Kamera, im Video. Ja, ich muss normalerweise auf einem anderen Platz sitzen. Das sage ich auch ein paar Mal. Aber ich sitze immer gerne hier. Und ja. So, da wollen wir mal mit M beginnen. Das ist ja, ich weiß noch nicht, ob ich für welche Zeit, man kann das ja auch zu Weihnachten nehmen. Man kann das ja auch an den Fensterrahmen hängen mit mehrerer so. Ich lege das mal jetzt so auf den Tisch. So. Mit mehreren Blättern das so aufhängen. Das geht auch. Ja, was gibt es denn noch Neues? Ups. Ja, ich hatte ja mir vorgenommen, was lange liegt, weiterzumachen. Ich habe endlich mein Disney Bösewichter gefunden. Ich habe so lange gesucht und gesucht. Ich war aus, dass ich das immer in eine Tasche hatte. Pustekuchen, nichts mit Tasche. Das war im Stickrahmen.
Und der Stickrahmen liegt die ganze Zeit vor meiner Nase. Wollen wir so sagen, sichtbar, ne? Ich habe echt nicht dran gedacht, dass es das Bild ist. Ach Mann. Da habe ich nun ein Stück angefangen, erstmal ohne Video. Und dann habe ich ja festgestellt, Mann, du hast ja 32 CD genommen. Stoff. Ui. Es lässt sich sehr gut sticken. Aber ich muss das doch einspannen. Also ich habe das aus dem Stickrahmen rausgenommen. Ich dachte, du machst das per Hand, weil ich konnte den nicht aufstellen. Wieso? Ich kann den, das ist sehr groß und ja, in der Hand halten. Ich brauche alle beide Hände zum Sticken. Ich habe da keine Oplossung. So ein Stick Fuß dazu, Ständer dafür zu haben. Aber es gibt eine gute Freundin von mir und von ihr bekomme ich zwei, glaube ich, einen für den Tisch und einen für den Fußboden aufzustellen. Da bin ich ja gespannt. Das wird aber eine Weile dauern. Das eilt ja nicht. Kein Problem. Wir haben dann besprochen, dass wir einen Tausch machen. Ich habe ihr zwei Pakete Wolle geschickt. Und da hat sie mich gefragt, ja, was kriegst du? Sarah, mach, was du willst. Du kannst mir ja dafür irgendwas anderes geben. Na, da war sie aber die ganze Zeit am Überlegen. Und sie wollte irgendwas basteln. Ich weiß ja nicht, was. Und ich weiß auch nicht, irgendwo mit jemandem war ich im Gespräch gewesen und da dachte ich mir, ach, das wäre doch eine gute Idee. Ach nee, ja, jetzt weiß ich wieder, mit meinen Disney-Bösewichter sticken. Weil ich das nicht in der Hand halten kann und ich habe keinen Ständer dazu. Ich habe nur so einen kleinen, da passen nur kleine Stickrahmen. Ja. Die sind aber alle beide belegt. Ich habe noch einen anderen. Die zwei Stickrahmen, die ich bekommen habe, die war von Corinna Stickliese. Da hatte ich auch schon einmal ein Video gemacht. Das ist schon eine Weile her. Und die sind belegt mit anderen. Ich glaube, das eine ist den Kaffeesampler. Ich glaube, ja, da habe ich den Kaffeesampler drauf. So. Oh, ich habe echt so Schmerzen in den Darm. Ich weiß auch nicht warum. Ach ja, ich denke mal nicht, dass das von allein von den vielen Stingen kommt. Hier ist gar nichts drin. Ich habe irgendwo noch Tüte. Das ist eine 8. Hier ist die T. Erfüllen. Das ist T, habe ich schon drin, T. Ja. So. Das ist das alles. Ja. Das kennt ihr ja alles, das Schiffchen hier, das ist überall mit dabei, wenn man Bilder bestellt. Painting-Bilder. Die sind auch normalerweise sehr gut. Ich hatte mal einen riesengroßen Beutel voll mit die Schiffchen, mit Stifter und wer weiß was alles, was man dazu, dazu bekommen habe. Und ich habe auch jede Menge viele Bilder, Painting-Bilder. Aber ich habe jetzt nicht Stickbilder gesagt, Painting-Bilder.
Nein, ich will heute nicht so. Ich habe ja zum Glück noch den blauen Wachs und ich finde, dass die blaue lange hält. Ich habe den hier immer noch hier drinnen. So, ja, ich muss mal wieder von meiner, ja, was ich bekommen habe. Ich habe auch noch von Esther noch ein Paket bekommen. Eine Bestellung mit Überraschungspaket. Das ist mit da drin. Eine kleine Summe. Und das wird dann gesponsert für Gute Dole, für jemanden von ihr. Na? Die Hospiz für, ich glaube, war das kranke Kinder oder so, wenn ich das jetzt gut erzähle. Esther, verbessere mich, wenn ich irgendwie Mist erzähle. Ja. So. Dann wüsste ich jetzt auch nicht, was man immer so erzählen soll. Bei mir, ich sage ja immer jedes Mal, bei mir passiert nicht viel. Ich kann nur über Wetter reden. Wir sind ja nur zu zweit. Und da, na, passiert ja nicht so viel. So. Freitag ist immer Kaffeezeit. Einmal ist es bei uns, dann bei seiner Schwester, die hier in der Nähe wohnt gleich, ist so 2 Minuten, 3 Minuten laufen. So gut wie um der Ecke rum, sagt man ja immer noch. Das sollte ja nun Freitag sein. Aber gestern war die andere Schwester von Hedel. Und sie sagte, kommt ihr mal bei uns mal diesmal zum Kaffee trinken? Okay. Da geht es morgen dann nach Hedel zum Kaffee trinken. Auch schön. Jetzt brauche ich I. Wo ist das I? I, wo bist du? Ja, was? Oh, jetzt fängt doch noch die Nase an zu kribbeln. Ach ja, apropos Nase kribbeln. Wo es noch so schönes Wetter war, draußen sitzen konnten, da war ja auch mal so ein paar stürmische Tage. Ja, ich sollte es doch vermeiden. Was habe ich bekommen? Heukurz. Im September. Ja. Und dann habe ich mich gar nicht mehr, bin ich gar nicht mehr draußen gewesen, in einer frischen Luft. Und ging es mir 3 Tage nicht so besonders. Aber da, jetzt geht's wieder. Allein das Kribbeln noch in der Nase, das geht auch nicht so richtig weg. Aber soweit besser. Naja, im September Heukurz, das hatte ich auch noch nie so in die Zeit. Komisch.
Ja. Und die Nacht war so schlecht geschlafen. Oh, ich war immer wach. Und dann fing ich wieder an zu husten. Dann habe ich mir irgendwie, ja, ich hatte so das Gefühl gehabt, würde man sagen, na guck mal, das Gefühl gehabt, als hätte mir jemand das Geld zugedrückt. Das sagst du heute früh, sag mal. Hast du mir die Kehle dicht gedrückt? Naja, das war ja als Spaß, ne? Das macht er ja nie noch. Nee, das macht er nicht. Aber als Spaß habe ich das so gesagt. Und ich weiß nicht, ich hatte so einen Husten. Ich habe irgendwie echt gemerkt, dass meine Atmung irgendwie ausgesetzt hat. Es ist aber nicht das erste Mal, das hatte ich jetzt schon in der letzten Zeit so zwei, dreimal gehabt. Ich habe ja auch Asthma-Probleme, ich muss ja auch immer so ein Spray nehmen. Da hatte ich jetzt ja nur auch ein neues bekommen. Mit zwei, na, jetzt will es nicht mehr. Na, mit zwei, ja, verschiedenen Medikamente drin. In ein Spray. Und das hilft jetzt sogar sehr gut. Aber ich weiß nicht, jetzt zwei, dreimal in der Nacht. Irgendwie. Denk mal, Vermutung, dass man irgendwie die Atmung irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Luft mehr bekommen hat oder was. Und dann fange ich dermaßen an zu husten und solche Halsschmerzen kriege ich davon. Naja. Besser. Denke, dass da nochmal kontrolliert werden muss, warum das so ist. Und ich war nicht richtig im Video. Prima. Ihr habt ja gar nichts gesehen, was ich gemacht habe. Ach Mensch. Das Handy war wieder nicht gut eingestellt. Ach. Ich kann das auch immer so schlecht sehen. Ja, ich muss unbedingt mal zum Spezialisten. Wie ich das mehr machen kann. Ich will das über meinen Laptop machen, über mein Labi. Da sehe ich das besser, ob alles funktioniert und gut sehen kann. Die Technik, die ist jetzt so irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich so kompliziert geworden. So, jetzt habt ihr vieles nicht gesehen von mir. Dann werden wir erst mal sehen, wie es aussieht, wie es geworden ist. Ich mache hier noch ein Stückchen mit euch. Da habe ich ja auch, was habe ich denn jetzt hier? Hier habe ich auch mit drin. Ja. Mal sehen, vielleicht muss ich das dann rausschneiden, ein Stück. Aber mal sehen, wie das Schneideprogramm. Ich habe nicht so spezielles Schneideprogramm. Mir wurde was gezählt, erklärt, wie ich was machen kann. Ja, mal gucken. Ich mache hier mal alles über Handy. Weil ich das Handy nicht in mein Laptop reinkriege, da will nicht. Das streckt. Keine Ahnung warum. Naja, ich mache jetzt nicht so viel Tralala. Ich kaufe mir sowieso Ende des Jahres ein neues Handy und
dann werde ich das dann alles richtig neu einstellen, installieren mit dem neuen Handy. Vielleicht geht das YouTube auch besser. Und ich denke, ich brauche einen größeren Speicherplatz dazu. Das ist so klein. Ja. So, da habe ich euch ein Stückchen noch mitgenommen. Schöne Herbstblätter. Ja. Ich rutsche aber auch immer wieder weg mit meinem Teil. Der Tisch hier ist auch sowas von glatt hier. Wenn man das so sieht hier, wenn ich mal das so im Video erkennen kann. Was habe ich denn jetzt noch mal hier? Ja. Na? Nups. So. Also es sind echt sehr schöne Herbstblätter. Ja. Erzählen, erzählen. Kann man noch was sagen? Ja, das mit den Älteren. Anstiegbilder. Ich weiß jetzt gar nicht, was alles jetzt nun erzählt habe, was im Video da drin ist. Mit die Disney-Bösewichte, dass ich nun mein Bild ja nun endlich gefunden habe. Und das liegt nun auch so lange da. Und ich habe bloß den Rand gemacht und ein kleines Stückchen von der Schulter. Von einer Dame. Ja. Da hatte ich jetzt schon ein kleines Stückchen noch weiter gemacht und das ist auf 32 CD-Stoff. Und das bin ich gar nicht so gewöhnt. Da habe ich mir auch gedacht, Mann, was hast denn dir wieder angetan mit 32? Aber ist kein Leinen, zum Glück. Ja. Das wird wohl lange dauern, bis ich das fertig habe. Vielleicht tue ich das auch irgendwann in einem anderen Stoff. Bin da so schon nach überlegen, auf 25er Stoff das zu machen. Ja, sorry, ich das husten muss. Trockenen Husten, trockenen Hals. Kribbelhusten, wollen wir so sagen, ja, Kribbelhusten. Na, da hängt fest, der Stein, ja, der wackelt nicht. So. Okay, da müsste ich jetzt eh alles haben. Ich gucke immer so von zeitlich. Das nicht immer hochzunehmen. Ach, jetzt weiß ich warum. Da habe ich das immer hochgenommen und dann nicht wieder richtig hingelegt. Und da könnt ihr dann auch nichts sehen, was ich mache. Jetzt brauche ich wieder Tee. Ja, ich habe gesagt, eine halbe Stunde, weil mein Freund, der vor uns gekommen ist,
hatte die Äpfel geholt vom Bauer. Die sind da auch etwas günstiger, weil er in eine Kiste geholt hat mit 12 Kilo. Naja, ist da. Er kommt. Er ist zu früh. So. Na gut, dann werde ich langsam beenden. Und dann werde ich später noch ein Video machen, was ich noch alles bekommen habe. Okay. So, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, euer Engelchen Gabriel. Ciao.